Schön, dass Sie da sind. Für mich ist immer wieder eine zentrale Frage, was befähigt uns überhaupt neu zu denken und neue Lösungen zu finden und umzusetzen? Und wie lassen sich Menschen erreichen? Es ist immer wieder erstaunlich, wie schwer das Wissen um die Zinseszinswirkung, also das Wissen und die, um das exponentielle Wachstum durch Zinseszins anderen Menschen nahegebracht werden kann. Ja, und das auch deshalb eigentlich schwer nachzuvollziehen, weil wir quasi alle in der Schule Prozentrechnung gelernt haben und wir haben eigentlich alle die Dynamik exponentiellen Wachstums kennengelernt, müssen es wissen. Aber wir scheinen dieses Wissen nicht in die Alltagsbedingungen so einzubringen, nicht damit zu verbinden. Ja, außerdem haben die meisten Menschen offensichtlich viel Vertrauen in Experten und in die Wissenschaft und trauen sich selbst bei Fachfragen kein Urteil zu. Wie kommt das? Was führt uns überhaupt zu unseren Vorstellungen, zu unserem Verständnis von den Dingen? Wie arbeitet unser Gehirn? Damit will ich jetzt erstmal beginnen. Der Hirnforscher Manfred Spitzer hat eine Metapher dafür gefunden. Er vergleicht unser Gehirn mit einem Park im Schnee. Ein Gedanke ist wie so eine einzelne Spur im Schnee. Die kann sehr leicht wieder verweht werden. Ne? Am nächsten Tag, Wind ist geweht, ein bisschen Schneefall hinterher, ist nichts mehr davon zu sehen. Wird aber eine Spur viele Male gegangen, zum Beispiel, weil hier vielleicht ein Glühweinstand ist, dann tritt sich ein breiter Weg aus und der wird also nicht so leicht wieder verweht oder durch Schneefall zugedeckt. Und und wenn dann im Laufe von ein paar Tagen Verharschung einsetzt, dann ist der Weg besonders stabil. Und das ist ein Bild für die Verfestigung der Erfahrung in der frühen Kindheit. Ja, und wie mit diesen Spuren im Schnee ist es mit unserem Denken. Je öfter ein Gedanke gedacht und eine Erfahrung gemacht wird, je öfter etwas Bestimmtes erlebt wird und vielmehr noch, je öfter etwas getan wird, desto stärker werden die Verbindungen der entsprechenden Nervenzellen im Gehirn und desto schneller kann das alles ablaufen. Die Übergangsstellen zwischen den Nervenendigungen, die Synapsen, nehmen an Größe zu und ähnlich wie bei einem Muskel, der trainiert wird, werden die Synapsen dicker. Lernen schlägt sich immer in einer Veränderung von Synapsen nieder. Sei es, dass Verbindungen neu entstehen oder dass vorhandene Verbindungen stärker werden oder auch, dass sie degenerieren, wenn sie nicht gebraucht werden. Informationen werden also in unserem Gehirn in Form von Verbindungsstärken zwischen Neuronen gespeichert. Und so entstehen Netzwerke in unserem Gehirn als Repräsentanten der äußeren Welt, also als Repräsentanten unserer Erfahrungen. Und so entstehen dann auch diese verinnerlichten Vorstellungen, so entstehen unsere Denkmuster und unser Bild von der Welt. Unser Gehirn wird, was wir erfahren, denken und tun. Ja, und da ist natürlich die Frage, wie kommen wir dann zu neuen Einsichten, wenn sich da schon solche Strukturen in unserem Gehirn gebildet haben, die dann eben unsere Denkwege darstellen. Ja, und dann schauen wir nochmal zu unserem Park im Schnee. Wenn jetzt der Glühweinstand hierher verschoben wird, also die Veränderung, was passiert dann? Entsteht ein neuer Weg. Sie vermuten, dass dann hier dieser Weg entsteht. Ja, die Erfahrung zeigt, also auch im Park, die meisten Menschen gehen diesen Weg und dann hier, stellen Sie sich mal vor, kniehoher Schnee, vielleicht schon verharscht, also ne, da wird dieser Weg vorgezogen. Auf jeden Fall ist es im Gehirn so. Es werden als erstes
die breiten Wege, die gebahnten Verbindungen eingeschlagen. Diese Wege sind auch besonders schnell und man ist eigentlich automatisch dabei. Und ja, man spricht auch von Autobahn im Gehirn, so zur Veranschaulichung. Aus dem Alltag kennen Sie bestimmt viele Beispiele dazu, also dafür, dass eben die alten Bahnen benutzt werden. Und denn neue Wege zu gehen ist mühsam, im Schnee wie auch für unser Denken, für unser Gehirn. Also zum Beispiel, wer Musik macht, selber mal gelernt hat, wenn man einen Rhythmus falsch eingeübt hat, haben Sie das mal erlebt? Wie lange man daran arbeiten muss, um das aufzulösen und den neuen Rhythmus hinzukriegen? Oder eine falsche Aussprache, eine falsche Schreibweise, das veranschaulicht, wie eben das Bekannte, das Vorhandene stark wirkt. Neulernen ist in jedem Fall leichter als Umlernen oder Umdenken. Und das wird auch bestätigt in Untersuchungen zum sogenannten Phänomen des Priming. Da werden zum Beispiel solche Streichholzrätsel Probanden vorgelegt. Kennen Sie das? Also dass da so, also Knobelaufgaben quasi, dass man so Streichhölzer legt und eine Gleichung draus macht, also römische Zahlen. Die Gleichung muss immer stimmen. Wenn man einen Streichholz verändert, muss der Proband dann hinkriegen, dass die Gleichung wieder stimmt. Na, es dauert meist eine Weile und dann ist eine Lösung da. Und wenn dann mehrere Aufgaben da vorgelegt werden, dann kommen die Probanden ganz gut damit zurecht. Und wenn dann eine Aufgabe vorgelegt wird, die nach diesem Schema nicht zu lösen ist, dann ist das Erstaunliche, dass die meisten keine Lösung finden. Hätten sie das als erstes, diese andere Aufgabe vorgelegt bekommen, hätten sie eine Lösung gefunden. Also, was einmal in unserem Gehirn gebahnt ist, hat einfach eine starke Wirkung. Ja, und da können Sie sich auch vorstellen, wie das Experten geht, die ja Jahre und Jahrzehnte lang bestimmte Denkwege beschritten haben, geübt haben, das noch als besonders gut und richtig und wichtig erkannt haben. Wie können die völlig neue Lösungen finden? Also da haben es Laien oft viel leichter, wenn sie diese vorgegebenen Wege noch nicht kennen, wenn sie einfach so ganz unbefangen an diese Sache rangehen, die können sogar oftmals leichter neue Lösungen finden. Ja, es geht uns aber allen so. Wir alle haben ausgeprägte Vorstellungs- und Denkmuster verinnerlicht. Und deshalb ist ein Umdenken und eine Veränderung von Sichtweisen, von Urteilen und von unserem Verhalten so schwierig. Und ganz besonders, wenn es in der frühen Kindheit entstanden ist. Und es gibt einen ganzen medizinischen Zweig, der sich nur mit dem Umlernen beschäftigt. Welcher ist das? Die Psychiatrie. Das ist das Hauptziel, Menschen dazu, ihnen zu ermöglichen, umzulernen. Also wir bewegen uns bevorzugt in alten Bahnen. Und so ist das von Natur aus eingerichtet. Denn unser Gehirn verbraucht viel Energie. Und alles, was schon bekannt ist, läuft über diesen Energiesparmodus. Nämlich das, was man kennt, die Wege werden beschritten. Und das ist auch wirklich notwendig, um hier in dieser Welt klarzukommen, denn wir leben, also schon immer und jetzt ganz besonders, in einer Flut von Sinnesreizen, die ständig auf uns einströmt. Im Wesentlichen werden die unbewusst aufgenommen und verarbeitet. Und verarbeiten heißt, mit Gefühlen versehen und entsprechend einordnen. Also, ganz unbewusst läuft die ganze Zeit, dass eingeordnet wird in bekannt und unbekannt, in angenehm, unangenehm, eklig, wunderschön. Über die Gefühle ist es dann auch entsprechend wieder abrufbar.
Und diese, nur damit Sie so eine Vorstellung von der Flut der Sinnesreize bekommen. Schon allein, wenn wir im Sessel sitzen und dösen, dringen 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde auf uns ein. Also ein Bild enthält ja ganz viele Einzeleindrücke. Und unser Bewusstsein kann maximal, wenn überhaupt, 40 bis 60 Sinneseindrücke pro Sekunde verarbeiten. Wie zählen Sie denn einen Sinneseindruck? Kommt im Einzelnen nicht darauf an, sondern Sinneseindruck ist, dass das ein Neuron gereizt wird zum Beispiel. Ne? Und das ist ja immer ein Bündel von bei jedem Bild, wenn jemand nichts ganz vereinzelt war. Ne? Unsere bewusste Hirntätigkeit kann das gar nicht leisten, diese Orientierung in der Welt. Und tatsächlich, so sehen das heute zahlreiche Hirnforscher, nur etwa 0,1% unserer Hirntätigkeit verläuft bewusst. Und selbst bei bewussten Entscheidungen kann oft ein vorangehender, unbewusster Impuls nachgewiesen werden. Heute kann man ja über bildgebende Verfahren der Hirntätigkeit sehr viel erkennen. Also wir sollten unserem Unbewussten, das sich in Gefühlen ausdrückt und in Bildern, in Intuition, wir sollten dem Unbewussten viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Gefühle werden von Hirnforschern heute als hochkonzentriertes Wissen gesehen, das dem Überleben dient. Ganz viele Erfahrungen sind in Gefühlen zusammengefasst, unbewusst eben. Ja, und unser Gehirn lernt ja ständig, nicht im Bewusstsein, sondern insgesamt. Ob wir wollen oder nicht, wir lernen ständig. Wir nehmen auf, was wir um uns herum vorfinden. Und das sind nicht nur diese direkten persönlichen Erlebnisse, es sind auch die indirekten Erfahrungen. Also wenn wir Menschen begegnen, die zum Beispiel vor irgendetwas Angst haben oder irgendwelche Einstellungen sonst welcher Art haben, das nehmen wir auch wahr. Dieses kollektive Unbewusste entsteht auch auf diese Weise, also dass vielleicht ein ganzes Volk oder eine ganze Menschengruppe ähnliche Erfahrungen hat und Einstellungen hat, das nehmen wir alles auf. Und natürlich sind dann auch noch diese Urerfahrungen, die die Menschheit, also die ganze Menschheitsgeschichte hinweg getragen hat und sich auch in unserem Unbewussten befindet. Ja, wie passiert das genau, dass wir das aufnehmen, was uns umgibt? Manfred Spitzer, dieser Hirnforscher aus Ulm, der beschreibt unser Gehirn auch als Regelextraktionsmaschine. Also wir von all dem, was wir erfahren, filtern wir offensichtlich die Regel, die dahinter steht, heraus. Also von den verschiedenen Erfahrungen. Wenn wir verschiedene Verhaltensweisen erleben, filtert unser Gehirn eigenständig, ohne dass wir da irgendetwas dazu tun müssten, filtert dass dies Gemeinsame heraus, es abstrahiert von diesen vielen Erfahrungen den Kern, die Regel, die dahinter steht. Also unser Gehirn findet von allein diese Regeln und kann man zeigen, zum Beispiel bei Untersuchungen zum Spracherwerb wurde dazu einiges herausgefunden. Das gilt aber auch nicht nur für den Spracherwerb, sondern ganz allgemein. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das Sie dann bitte gleich ergänzen. Wir waren gestern chemieren. Kennen Sie das? Schon mal gehört, was das ist? Ich habe es gerade erfunden. Was haben wir, ich kann auch sagen, wir waren gestern lattieren. Es gibt viele Beispiele, die ich da nehmen kann. Wir waren gestern chemieren. Wie haben wir das gemacht? Was haben wir gestern gemacht? Wir haben gestern chemiert. Warum sagen Sie chemiert?
Das Partizip wird im Deutschen mit der Vorsilbe G gebildet. Wir sind gelaufen, wir sind gegangen, wir haben gesprochen, wir haben uns gefreut, wir haben gelacht. Warum nicht geschimiert? Es gibt eine Regel im Deutschen, in der deutschen Grammatik, die sagt, alle Verben auf ihren werden ohne diese Vorsilbe G gebildet. Also, Sie kennen diese Regel, aber Sie wussten doch gar nicht, dass Sie sie kennen. Also so arbeiten wir die ganze Zeit. Wir wissen gar nicht, was wir alles können und was alles in uns, mit uns passiert. Wie gesagt, 0,1% bewusste Hirntätigkeit. Irgendwas muss da ja passieren im Unbewussten. Ja, fast alles, was wir gelernt haben, können wir ohne es zu wissen. Und im Vergleich zum Können ist unser Wissen unglaublich bescheiden. Und das Unbewusste führt uns sehr gut. Was wir besonders gut können, sind Gefahren erkennen, Bedrohungen erkennen und direkt darauf reagieren. Das hängt mit unserer Lebensweise, mit unserer Menschheitsgeschichte zusammen. 99% der Existenz des Menschen haben wir als Sammler und Jäger gelebt. Die direkten Gefahren waren das, worauf man achten musste, wenn man überleben wollte. Und das kann unser Hirn sehr gut. Unser Gehirn kann aus wenigen Details ein Gesamtbild entstellen. Also es erkennt schon aus wenigen Details Gefahren und kann dann sich schützen. Das möchte ich gerade eben veranschaulichen. Mal schauen, ob das dauert das ein bisschen, bis das Licht kommt? Ja. Ah ja. Ja, noch ist nicht viel zu sehen. Was sehen Sie? Ein Kopf? Was habe ich da gehört? Es war wirklich noch sehr wenig zu sehen, ne? Mal gucken. Nie gesehen. Ja. Entweder kam ihnen kein Einfall, weil sie es nie gesehen haben. Ein paar Einfälle sind doch gekommen, aber die waren ein Irrtum. Diese Einfälle. Es war weder Sarkozy, noch was ist da noch gekommen, Mr. Bean. Das werde ich mal weiter erzählen. Nochmal, weil es doch sehr schön ist. Das ist natürlich sehr prägnant. Da ist wirklich im Grunde, es ist, das war das Erste, was ich erlebt habe bei dem Hirnforscher Günther Behrens in einem Vortrag. Es hat mich umgehauen, muss ich ehrlich sagen. Dieses Bild der Mona Lisa, also quasi der Scheitel, der Ansatz der Stirn und schon stieg das Bild auf. Natürlich kann nur das aufsteigen, ein Bild, das wir kennen, was wir verinnerlicht haben, was da ist. Und ja, ich finde das einfach faszinierend. Ganz wenige Details und das Bild ist da. Das ist die Kraft unseres Unbewussten. Und das ist eigentlich auch für das Überleben des Menschen sehr wichtig. Wenn wir bedenken, der Mensch tausende von Jahren in der Natur, umgeben von realen Gefahren. Manfred Spitzer bringt ja immer das schöne Beispiel des Säbelzahntigers. Also Achtung, wenn der Säbelzahntiger auftaucht. Also wenn man dann auch nur die Spitze des Ohrs eines Säbelzahntigers im Gebüsch erahnt, dann ist das Bild des Säbelzahntigers da und man kann sich in Sicherheit bringen. Das ist ein großer Überlebensvorteil.
Und wenn es dann nur eine optische Täuschung war, ist das überhaupt nicht schlimm. Also unser Gehirn ist so eingerichtet, dass wir Irrtümer hinnehmen. Wichtiger ist das Überleben, dass wir eben bestimmte Bilder eben schnell erkennen. Ja, das Unbewusste führt uns also sehr gut. Und das sind zwar oft nur Faustregeln und Verallgemeinerungen, wie wir hier auch gesehen haben. Ne? Also dass man kann sich dabei vertun, es könnten verschiedene Ergebnisse die richtigen sein, aber es ist wichtig, bestimmte Dinge schnell zu erkennen. Und damit sind wir unglaublich erfolgreich als Spezies Mensch. Es sind fast alle Bereiche der Erde besiedelt worden. Und wenn wir bedenken, was Menschen heutzutage zustande bringen, das ist eigentlich unglaublich, dass Menschen zum Mond fliegen können. Also so wenig davon ich davon halte, aber es ist einfach nur unglaublich, dass Menschen so etwas zustande bringen. Also diese Kombination aus diesem großen Anteil des Unbewussten und diesem ganz kleinen Anteil von Bewussten, von diesem analytischen Denken, das scheint doch einfach ein Erfolgskonzept zu sein. Ja, ich habe jetzt gerade so von dem Unbewussten viel erzählt, der bewusste Anteil, wann kommt der zum Tragen? Das analytische Denken wird eingesetzt, wenn wir Neues nicht einordnen können. Das ist so der normale Fall. Wenn wir uns natürlich vertun und denken, das ist ja bekannt und in Wirklichkeit ist es nicht bekannt, dann setzt das Ideensuchen auch nicht ein. Aber normalerweise, wenn etwas Neues auf uns zukommt, fangen wir an zu nachzudenken und versuchen, das irgendwie einzuordnen und zum Beispiel das Problem zu portionieren, in die Tiefe gehen, analysieren, vergleichen, was könnte da Neues zustande kommen. Und der Mensch kann da viel neue Lösungen eigentlich finden. Allerdings, was wir mit unserem analytischen Denken nicht gut können, worauf wir eigentlich nicht gut eingerichtet sind, das ist die Komplexität dieser Welt, die ja doch für uns stark zugenommen hat. Es lässt sich einfach zeigen, dass wir Menschen komplexe Zusammenhänge und zum Beispiel Rückkopplungsmechanismen schwer uns vorstellen können. Wir verschätzen uns ganz fatal. Unser Gehirn scheint damit überfordert zu sein. Und das zeigen verschiedenste Studien zu den Entscheidungskompetenzen. Wir fällen also sehr häufig falsche Urteile. Und das betrifft solche Dynamiken wie die Zinseszinswirkung. Das ist ja also für unser Thema hier besonders wichtig. Das betrifft Klimawandel, das betrifft Belastung von Ökosystemen und so weiter. Gerade alle sich allmählich entwickelnden Dynamiken, wie es dieses exponentielle Wachstum auch ist, es ist eigentlich erst unmerklich und hat dann im weiteren Zeitverlauf solche fatalen Wirkungen, die wir uns nach wie vor einfach nicht leicht vorstellen können. Also diese Dynamiken werden massiv unterschätzt von unserem Gehirn, von uns Menschen und unsere eigenen Fähigkeiten demgegenüber, weil wir da ja gar nicht merken, was sich dahinter verbirgt, die überschätzen wir. Also allmähliche Veränderungen werden nicht als Bedrohung erkannt und von unserem Gehirn als unwichtig ausgeblendet. Das ist der große Haken und das ist der Punkt, an dem wir so oft stehen und uns wundern, warum kommt das nicht an? Warum verstehen die Menschen nicht oder wollen sie nicht verstehen? Also ich persönlich glaube, viele verstehen es wirklich nicht. Also zumindest wird das Ausmaß nicht verstanden. Und auch wenn man so eine Kurve von einem exponentiellen Wachstum sieht, da passiert es auch immer wieder, ja, es wird gesehen, ja, steigt stark an. Das Ausmaß, die Bedeutung wird nicht wirklich wahrgenommen. Und das wird anders, wenn wir uns das veranschaulichen. Und da ist ja in dieser Runde schon sehr viel passiert. Wir haben gestern bei Steffen Henke diese Veranschaulichung von dem exponentiellen Wachstum gesehen. Wolfgang Berger hat viele Beispiele
Veranschaulichungen schon in die Welt gesetzt und andere auch. Wir müssen, wenn wir mit dieser unserer Schwäche umgehen wollen, müssen wir genauer hinschauen, wir müssen nachrechnen, wir müssen Zusammenhänge ergründen, wir müssen Beispiele durchrechnen, genau, und das ist weiter unsere Aufgabe, wenn wir mit diesem Thema weiter vorankommen wollen. Und wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, unsere Wahrnehmung, unser Denken und unsere Entscheidungen sind stark von verinnerlichten Erfahrungen, von unserem Bild von der Welt bestimmt. Und eine große Rolle spielt dabei, wie wir geprägt sind, wie wir sozialisiert sind, in welcher Kultur wir leben und eben in welche Umgebung auf uns einwirkt, die ganze Zeit. Ja, und der zweite Punkt eben nochmal, um das zusammenzufassen, wir machen Fehler und fällen falsche Urteile bei der Einschätzung der Wirklichkeit, eben besonders, wenn es um komplexe Sachverhalte geht. Die Beispiele, die in dem Zusammenhang schon öfter genannt sei es dieses Schachbrettbeispiel als Beispiel für dieses exponentielle Wachstum oder diese zusammengefaltete Zeitung mit der Strecke bis zum Mond und so weiter, ist ja schon einiges gefunden worden. Das ist ein Weg, uns das zu verdeutlichen und das doch zu verstehen. Also wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst werden, wo unsere Stärken und unsere Schwachpunkte sind und dass wir die Dinge hinterfragen und immer wieder nochmal hinschauen, dass wir überprüfen, nachrechnen, uns im Austausch korrigieren können, dass wir Veranschaulichungen suchen und dass wir die Zusammenhänge ergründen, in die Tiefe gehen. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass wir insgesamt langsamer und vorsichtiger voranschreiten. Bei dieser Bewegung vielleicht nicht ganz so, aber so allgemein, was hier in unserer Welt passiert, da wünschte ich mir viel mehr Langsamkeit und Achtsamkeit. Und das scheint sich auch jetzt immer mehr so herumzusprechen und sich eine gewisse Bahn zu brechen. Achtsamkeitstechniken sind jetzt in verschiedenen Bereichen plötzlich im Gespräch. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, diese Umbruchszeit, in der wir uns befinden, dieser Paradigmenwechsel, der anzustehen scheint, bedeutet eigentlich eine Bewegung von unserer Denkkultur, dass wir das rationale Denken so über alles stellen, zur Achtsamkeitsstruktur, dass wir mehr das Ganze sehen, darauf achten. Es gibt auch schon ein Netzwerk achtsame Wirtschaft, auf das ich hier bei der Gelegenheit direkt hinweisen möchte. Ja, aber es gibt noch mehr, was wir tun können für Veränderungen. Was fördert noch das Finden von neuen Lösungen, das Umdenken? Da gucken wir nochmal zum Park im Schnee. Dieser Glühweinstand war es, dass hier so eine breite Spur entstanden ist. Dieser war es, dass hier eine neue Spur entstanden ist. Der Glühweinstand war eine Motivation. Also ein Ziel. Motivation brauchen wir. Und was ist Motivation genau genommen? Das heißt, dass es Motivation bedeutet, dass positive Konsequenzen in Aussicht sind. Oder dass es besser ausgeht als erwartet. Also das Ziel ist eigentlich das gute Gefühl. Wenn sich ein gutes Gefühl einstellt, dann sind wir motiviert, etwas zu tun und immer wieder zu tun. Auf Gefühle kommt es sehr stark an. Ob es Freude ist, ob es die Sorge ist um liebe Menschen, ob es Mitgefühl ist, was uns berührt, das wirkt. Eine Studie möchte ich erwähnen als Beispiel.
mit Studenten ist schon vor langer Zeit gemacht worden, das ist eigentlich altbekannt. Man hat einen sachlichen Inhalt einmal direkt so einer Studentengruppe vorgestellt, der nächsten hat man diesen sachlichen Inhalt in eine lustige Geschichte eingepackt und einer dritten Gruppe in ein Drama. Am nächsten Tag hat man dann dieses Wissen, dieses sachliche Wissen abgefragt. Und was meinen Sie, wo wurde am wenigsten behalten? Wo beim Sachlichen war das Ergebnis ziemlich mager. Ich meine mich zu erinnern, ich habe die Quelle leider auch nicht mehr, ich kann es nicht genau sagen, so um die 30% konnten sich an den Inhalt erinnern. Ja, bei der, ja, und wie geht es weiter? Was vermuten Sie? Lustige Geschichte, Drama, was wirkt? Ja, das denken viele. Man sagt ja auch, die positiven, die freudigen Emotionen sind gut für Lernen, aber seltsamerweise ist es das Drama, was noch stärker wirkt. Und ich sehe darin den Zusammenhang, weil es letztlich immer ums Überleben geht. Das ist die Hauptmotivation unserer Gehirntätigkeit. Und im Drama, da geht es eigentlich ums Überleben. Wenn wir irgendwas Dramatisches haben, da sind wir hellwach, da müssen wir unsere ganzen Sinnesorgane aufstellen und gucken, damit wir halt nicht in so eine Situation kommen oder wie können wir uns schützen, was auch immer. Das Überleben. Ja, aber auch mit der lustigen Geschichte ist das ja auch schon ziemlich gut. Was den Menschen umtreibt jedenfalls, das sind nicht die Fakten und Daten, sondern die Gefühle. Und das sind die Geschichten und vor allen Dingen sind es andere Menschen, die uns Menschen bewegen. Und so wird es auch deutlich, dass diese Kurve vom exponentiellen Wachstum oft nicht ausreicht. Das ist eine Kurve. Ja, was fangen Menschen damit an? Es kommt nicht im Innern an. Welchen? Dann sagen Sie ihn bitte nochmal. Was die Menschen berührt, was den Menschen, ja, ich sage es gerne nochmal, ich habe ihn mir auch dick eingerahmt, es hat mich auch sehr angesprochen. Was den Menschen umtreibt, sagt Manfred Spitzer, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen. Auch Harald Reinhardt möchte ich da zitieren. Das ist ein Psychotherapeut aus Köln, der interessante Wege geht, finde ich. Der sagt, das bewusste Verarbeiten ist oft ganz hilfreich, um Zugang zu kriegen zu einer Veränderung. Aber die wirkliche Veränderung geschieht erst, wenn die Gefühle erreicht werden, wenn das Wissen durch den Körper geht. Gefühle sitzen im Körper, schlägt mir auf den Magen, geht mir an die Nieren. Ja. Und die Gefühle erstmals als Gefahr für den klaren Verstand verkannt, sind heute in ihrer enormen Bedeutung für unsere gesamte Orientierung in der Welt und für die Konfiguration unseres Gehirns von der Wissenschaft rehabilitiert. Also das ist bei den Hirnforschern voll angekommen. Und wie werden Gefühle erreicht? Was berührt uns? Das ist vielleicht eine dumme Frage, ne? Jeder kennt ja Gefühle. Aber wie sieht es damit aus? Wie gefühlvoll dürfen wir in unserer Gesellschaft eigentlich sein? Wenn ich an meinen Sohn denke, als er klein war und dann nach Hause kam, nein, niemals würde ich vor den anderen weinen. Ja, da habe ich gesehen, dass wir immer noch an einem Punkt sind, wo Gefühle gar nicht so im Vordergrund stehen. Hans-Joachim Marz, ein Psychiater und Buchautor aus Halle, hier ganz in der Nähe, der behauptet sogar, ich weiß nicht, wie er dazu kommt, 80% der Deutschen wären ohne Empathie, ohne Mitgefühl. Das klingt sehr hart. Also wie auch immer, es scheint bei uns mit den Gefühlen nicht ganz so leicht zu sein. Oft sind es erst die Krisen, die uns mit Gefühlen in Kontakt bringen. Krisen führen nachweislich zu Veränderungen, wenn sie emotional durchlebt werden. Zum Beispiel bei schwerer Krankheit, wo es um unser Leben geht, bei Verlust von nahestehenden Menschen, bei großer Sorge um unsere Lieben, werden
Verbindung im Gehirn quasi aufgeweicht. Das kann man auch zeigen. Es werden Hormone, die die Synapsenneubildung fördern, vermehrt ausgeschüttet. Also Krisen sind ein Weg. Naja, man könnte es vielleicht so über die Gefühle auch schaffen, aber wenn man Krisen braucht, um an die Gefühle ranzukommen, dann müssen es dann die Krisen sein. Auf jeden Fall in einer harmonischen Situation braucht eigentlich nichts verändert zu werden. Und das ist eigentlich vielleicht ein ganz interessanter Aspekt. Die Störungen sind es, die Spannungen sind es, die Kreativität befördern, die zu neuen Lösungen und zum Umdenken eben besonders gut führen können. Also nehmen wir so etwas doch am besten freudig entgegen und arbeiten damit. Das stammt von Peter Kruse. Ich habe nur 10 Minuten von Peter Kruse in meinem Leben gehört und diese Botschaft ist direkt angekommen. Global Change Now, Tom Aslan spricht öfter von Peter Kruse. Ja, mir ist jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder ein Beispiel über den Weg gekommen. In Essen, ich komme ja aus Essen, ist im Jahr 2010, nicht nur in Essen, sondern im ganzen Ruhrgebiet, die Fähre Metropole Ruhr entstanden. Und zwar beinhaltet das, dass bei der öffentlichen Beschaffung wird auf ausbeuterische Kinderarbeit verzichtet. Und zwar in allen 53 Ruhrgebietskommunen. Die haben das verbindlich unterzeichnet. Ja, und wie ist das gekommen? Das finde ich so total spannend. Ein Lehrer aus Essen hatte in seiner Schulzeit, in jedem Jahr an seiner Schule gab es ein Projekt von Miserio, das da so ins Zentrum gestellt wurde. Und als er dann aus der Schule ausgeschieden ist, wurde er von Miserio gefragt, ob er nicht mal selber vor Ort schauen möchte. Ja, schließlich hat er das gemacht, war in Indien, war an den verschiedenen Stellen, die Teppichknüpfer, die Kinder im Steinbruch und so. Und als er da in den Steinbrüchen war, da hatten sich so 2 Kinder an seine Fersen geheftet. Die tauchten immer auf, wenn er da war. Das Ende vom Lied war, dass er mit dem Versprechen abgefahren ist, dass er, solange er lebt, sich dafür einsetzen will, dass die ausbeuterische Kinderarbeit aufhört. Also diese Berührung, solange wir uns direkt, also von Mensch zu Mensch geht das leichter. Die Berührung ist es, die uns zu Neuem befähigt. Er hat dann angefangen, direkt einen Brief an die Stadt Essen zu schreiben. Keine Antwort. Nochmal keine Antwort. 2 Jahre später von der Kirchengemeinde aus. Keine Antwort. Dann hörte er, die Beschwerdestelle muss immer antworten. Also an die Beschwerdestelle. Nach 5 Jahren war es dann soweit, auch noch in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Fairer Handel, ist dann diese Idee entstanden von dieser Metropole, also von der fairen Metropole. Und dann ist das in Gang gekommen und es entwickelt sich jetzt weiter. Plötzlich sind die Türen offen. Aber diese Ausdauer, also es ist, der Ausgangspunkt war die persönliche Berührung und diese Motivation. Daher kommt Kohli 2012. Bitte? Daher kommt Kohli 2012. Dazu müssen Sie mir dann noch mehr erzählen. Das kann ich jetzt nicht. Kohli? Ja. Da machen also Leute, die einen Krieg anstiften wollen, wie das zum Beispiel jetzt passiert, die setzen ein Video ins Netz, wo Negerkinder. Ah ja, gut, okay, das ist das. Ich konnte, das Stichwort war mir noch nicht geläufig. Ja, danke schön. Ja. Ja, und wie ist es mit unseren Gefühlen, war ja jetzt meine Frage. Ne? Wie nah sind wir dran? Wie nah sind wir an Veränderungsbereitschaft dran? Wie nah sind wir unseren Gefühlen? Und da frage ich mich nur, wie halten wir das aus mit unserem Konsumverhalten, möglichst billig einzukaufen, letztlich wissend, was das für andere Menschen bedeutet und für wie viel Leid wir letztlich mitverantwortlich sind. Schieben wir vielleicht die Gefühle gerne weg? Und dann, wenn ja, sicherlich nicht bei allen so, aber es scheint doch weiter verbreitet zu sein. Wie kommt das?
Wenn Erfahrungen zu schmerzhaft sind, dann werden Gefühle nicht mehr zugelassen. Ja, aber Erfahrungen zu schmerzhaft, uns geht's gut, wie kann das sein? Gordon Neufeld, ein Entwicklungspsychologe aus Kanada, spricht davon, dass viele, viele Menschen in unserer westlichen Kultur gepanzert sind gegen Verletzlichkeit. Wir sind verhärtet. Und die größten Schmerzen erfahren wir durch gescheiterte Nähe in Bindungsbeziehungen. Frühe Trennungen und, sind mit tiefer Frustration und Schmerz verbunden. Und wenn das wirklich in der frühen Kindheit passiert, dann hat das Folgen für das Leben. Auch uns Erwachsenen schmerzt das sehr, solche Erlebnisse. Ja, und wenn der Schmerz zu groß ist, dann werden Gefühle nicht mehr zugelassen. Der Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch aus München sagt, er kennt kein Land, in dem Säuglinge und Kleinkinder so sehr frustriert werden wie in Deutschland. Er ist weit rumgekommen, in der westlichen Kultur überhaupt, aber besonders in Deutschland. Und ja, ich denke, und andere denken das wohl auch, das hat mit unserer Geschichte zu tun. Die Aufforderung zur Härte in der Kindererziehung war im Dritten Reich enorm. Flächendeckend wurden die Menschen, die Mütter instruiert, hart mit ihren Kindern umzugehen. Vom ersten Lebenstag an, sie schreien zu lassen, das geistert heute noch in den Köpfen rum. In traditionellen Kulturen würde man sowas nicht finden. In China haben schon früh haben die Menschen den Kopf darüber geschüttelt. Was, die Kinder schlafen hier in einem extra Raum? Die armen Kinder, so ungefähr. Also wir scheinen eine andere Denkweise zu haben, mit Gefühlen eben anders umzugehen. Und was noch reinspielt, die traumatischen, unverarbeiteten Erfahrungen der Kriegszeit. Also ein Psychologe aus Düsseldorf, Matthias Franz, der hat das nach langer Zeit zu seinem Thema gemacht, der hat ein Bild gefunden, in der Kriegszeit, also was eben einfach nicht bearbeitet ist. Ne? Für die anderen ganz schlimm auch, aber auch für die Deutschen war das schlimm. 6 Jahre lang sind täglich durchschnittlich 2000 deutsche Soldaten gefallen. Also 6 Jahre lang täglich 11. September. Es ist uns, wir haben es nicht verarbeitet. Das ist in der Tiefe unseres Wissens, unbewussten Wissens, und wirkt weiter. Trauer und Tränen führen zu Neuem, ist auch eine Erkenntnis. Also ja, und für Gefühle ist ein sicherer Ort nötig. Wo können wir unsere Gefühle zeigen, am ehesten zeigen? Beim Menschen, die unser Vertrauen haben, in einer sicheren Beziehung, an einem sicheren Ort. Und das ist für Kinder existenziell notwendig. Und für Erwachsene gilt das aber auch, das gilt lebenslang. Bei uns ist Angst weit verbreitet. Das hängt, meine ich, eng damit zusammen, dass wir eben nicht sicher genug aufgewachsen sind, emotional sicher genug. Und da sagt ja Bernard Lietar, was der ja vielen bekannt ist, der, denke ich, der Finanzfachmann aus Belgien, der auch sich mit Psychoanalyse beschäftigt hat, er erkennt, in Angst und Gier die Hauptgefühle, die mit Geld verbunden sind, und identifiziert diese Gefühle als Schatten des bei uns verdrängten Archetyps der großen Mutter, also der die Geborgenheit gibt, Fruchtbarkeit, ist es genug für alle da, Fülle. Das scheint uns irgendwie zu fehlen. Wir sind eine Gesellschaft, in der Angst eine große Rolle spielt. Ja, und Angst, das ist nochmal ganz wichtig. Ich habe gesagt, Gefühle sind wichtig für Lernen, für neue Ideen. Aber Angst blockiert das Denken. Bei Angst sind Menschen auf Kampf und Flucht eingestellt. Die Kreativität wird ausgeschaltet. Da ist keine Zeit für Abwägungen, für da läuft alles automatisch ab. Und was können wir tun bei Angst? Wie können wir unsere Ängste mindern? Entängstigung, sagt wieder der Bindungsforscher Karl-Heinz Brisch, erfolgt durch Trost von Bezugspersonen. Und das ist für Kinder unumgänglich notwendig, wenn sie sich gut entwickeln sollen. Und bei Erwachsenen ist das ebenso wirksam. Also Beziehung,
ist es, was wichtig ist. Beziehung, Vertrauen, Sicherheit, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist wichtig für Lernen und eben besonders für das schwierige Umlernen. Der Mensch ist seit jeher auf Gedeih und Verderb, auf Gemeinschaft angewiesen. Und Spitzer sagt, Gemeinschaft ist wohl der größte Verstärker für Lernen, also auch für Umlernen. Und das ist deshalb so wunderschön, dass wir hier auch mit dieser Veranstaltungsreihe so eine große Gemeinschaft finden von Menschen, die gemeinsam etwas tun wollen. Ja, Ellen Watts, ein Philosoph, der westliche und östliche Philosophie verglichen hat, der sagt auch, das ist allen Menschen in allen Kulturen gemeinsam. Die Freude an gemeinsamen Tun. In allen Kulturen gibt es das. Tanz, Musik, Spiel, gemeinsames Tun. Das ist das, was uns Menschen bewegt, was uns erfreut, was uns auch befreit. Ja, noch ein Punkt zu, ja, ich hatte ja eben schon gesagt, was uns umgibt, ist ja eigentlich was anderes. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Gemeinsamkeit gar nicht so gut ausgeprägt ist, wo es eigentlich viel mehr auf Konkurrenz hinausläuft, auf Einzelkämpfertum. Man muss seine Ellenbogen ausstrecken, um was zu werden, das wird den kleinen Kindern schon irgendwie vermittelt. Ja, nicht abschreiben lassen, ne? Man muss ja selber die guten Noten haben, was auch immer, man kann da ganz viel aufzählen. Hier ist es nicht leicht, das gemeinschaftliche Tun zu lernen und zu fördern, Kooperation zu fördern. Dabei ist der Mensch von Natur aus auf Kooperation angelegt. Das wurde nur lange Zeit nicht gesehen. Auch in der Wissenschaft wurde das nicht gesehen. Darwin wurde eigentlich nur unvollständig wiedergegeben. Konkurrenz ist ein Evolutionsmotor. Aber das sieht man heute plötzlich wieder. Kooperation ist noch ein stärkerer Evolutionsfaktor. Und das ist diese neue Bewegung. Also Kooperation ist es, die uns weiterbringen kann. Und die Menschen sind, das zeigen auch zahlreiche Studien, sind eben von Natur aus kooperativ, sie sind auch altruistisch, sie sind bereit, für die Gemeinschaft Opfer zu bringen. Aber dafür sind geeignete Rahmenbedingungen notwendig. Dann passiert das von ganz allein. Wir müssen also auf die Rahmenbedingungen schauen und wenn wir Veränderung wollen, ist natürlich wichtig, dass wir andere Rahmenbedingungen schaffen. Also was da ist, aufgebaut ist, das kann wirken. Also wir müssen in dieser Welt, die eben von Konkurrenz und Gewinnstreben bestimmt ist, müssen wir mehr diese andere Seite auch aufbauen, sichtbar machen. Und ich hatte ja vorhin von dieser Regelextraktion unseres Gehirns gesprochen. Genau dann, je mehr Anbus da ist, kann es auch wieder sich vervielfältigen. Das bringt Veränderung, wenn wir aufbauen, was wir richtig finden. Und das geht natürlich in der Gemeinschaft viel, viel besser, als wenn wir als Einzelkämpfer dastehen. Also es ist hier ein wunderbarer Raum und Rahmen, damit zu beginnen und weiterzumachen. Und auch der soziale Ansteckungseffekt, den möchte ich noch als letztes erwähnen, ist jetzt auch häufiger im Gespräch. Wir Menschen halten das dann nicht gut aus, immer so die Einzelkämpfer zu sein. Das können wenige nur. Die meisten, wenn sie auch noch so ethisch handeln wollen, wenn sie drumherum sehen, wie viele anderen andere Wege gehen und dadurch belohnt werden, Vorteile haben, irgendwann fallen die bravsten und tapfersten Menschen dann auch um. Denn das scheint irgendwie so zu sein, die Menschen sind ungern die Dummen. Da sind sie vielleicht lieber die Bösen, aber nicht die Dummen. Das hat Richard David Precht gesagt. Das habe ich von ihm aufgegriffen. Das hat mir gefallen. Und es kommt darauf an, dass wir dies andere schaffen und leben, das, was wir gut finden. Und das geht über die Gemeinschaft viel, viel leichter. Und nun habe ich gerade, das ist jetzt der Schlusssatz in diesem kleinen Heftchen in der St. Jakobskirche zu dieser Ausstellung, gleich oben drüber den Satz gefunden, der wunderbar dazu passt. Mit gutem Beispiel voranzugehen, ist nicht nur der beste Weg, andere zu beeinflussen, es ist der
Einzige. Dankeschön.